So, moin ihr Lieben, willkommen zurück hier wieder auf der NF Marsch. Ja, ich warte ja immer noch, dass unser LKW mit dem Kompost einmal voll wird, damit wir da unsere Düngerproduktion mit befüllen können. Und ja, dann schauen wir weiter, was wir noch tun müssen. Und es wird eine Menge sein, schätze ich mal. So, das ist erstmal die Sache hier. So. Ja, die Nudelfabrik braucht Eier. Das ist schlecht, dass ich die ganzen Eier jetzt runter zur Mayo-Fabrik gebracht habe. So, hier sind wir schon voll. Okay. Dann heißt das einmal zur zweiten Düngerfabrik fahren. Nämlich runter zur Rinderzucht. So. Ja, der hat noch ein bisschen Zeit. Der ist fertig. Das ist sehr gut. Das heißt, der kann mir auch zum Hof zurückfahren. Dann könnte er nämlich hier die 18 Meter Seemaschine ranbekommen. Also die Einzelkorn, dann können wir hier ja gleich wieder am besten Mais drauf machen. So, hier, na genau, der Kalker. So, das läuft ja auch gut. Oh, der ist fertig. Das ist sehr gut. Wo ist der Abfahrer? Abfahrer! Ja, dann können wir gleich mit dem rüber das Gras machen. Oh, ich glaube, der Abfahrer ist voll. Ab, halt, der hier. Kalken. Kalken auf unserem tollen Feld hier. Da haben wir nur 18. Da haben wir nicht den doppelten Kurs. Da müssen wir mal gucken, ob der passt hier. Ne, wir haben aber auch 36 Meter. Ne, wir haben ja jetzt den großen. Da müssen wir selbst machen. So, 36 Meter. Zwei Vorgewände. Oh, ein Vorgewände reicht. Zurückspeichern. Kalkfeld 17 plus 18 mit 36 Metern. Erster Wegpunkt. Los geht's. So, hier werden Gärreste gefahren. Ja, der ist wirklich voll. Ah, guck mal. Da ist wieder einer da. Das heißt, wir können wieder Papier laden. Und vielleicht, wenn wir es leer bekommen, noch die anderen Sachen, die es hier auch gibt. Weil Karton ist auch fast voll. So. Und mehr geht nicht. Sind wir wirklich komplett voll? Ja, da steht noch immer Papier da. Das ist Wahnsinn, was hier produziert worden ist. Aber es bringt halt nachher auch das gute Geld. Oh Gott. Und so wollen wir es ja irgendwann auch haben. So, dann geht's für dich hier wieder weiter. Oder besser gesagt, wieder zurück. So, da ist einer am Hof angekommen. Das ist der da.
Gucken wir mal, ob wir eine 18 Meter Seegeschichte auf der 9 haben. Feld 9, 18 Meter. Perfekt. So, die müsste ja irgendwo hier... Na? Ja, dann kommt der auch mal wieder schön zum Einsatz. Na gut, da füllen wir auf jeden Fall noch mal nach. Wir haben ja ein paar Big Bags da rumstehen. Dann machen wir erstmal die weg. Das sollte dann reichen. So, nehmen wir mal hier das Saatgut noch mit. Mais haben wir gesagt, wollen wir machen. So, dann haben wir hier noch drei Big Bags. So, dann können wir aber hier schon mal sagen, du machst das. Erster Wegpunkt. Feld 9. Du startest das Ding hier. Das können wir wegmachen. So, 7000 Liter, wir sind voll. Also Abflug auf das Feld. So, hier einmal rum. So, dann viel Spaß, Herr Kollege. So, der Düngerstreuer ist fertig. So muss das sein. Da können wir aber gleich mal gucken, wo wir noch düngen müssten. Hier wächst was. Die 1 könnten wir düngen. Und die 2 im Grunde auch vielleicht. Aber die 1 auf jeden Fall. Düngestreuer Feld 1. Feld 1 mit 50, Feld 1, da ist erster Wegpunkt drin. So, ja, dann hat der seine nächste Aufgabe schon. Ja, hier geht es auch, ja, langsam aber sicher voran. Und die Jungs hier sind tatsächlich mit dem Zuckerrohr gleich fertig. Tja, man mag es nicht glauben. So, der wartet immer noch auf seinen letzten paar Literchen zum Abfahren. So, gucken wir mal, ob das mit dem Kalken funktioniert. Ja, perfekt. So, hier gibt es keine Gärreste mehr. Dann fährst du in die... andere BGA noch. Also das war Raps für die Ölmühle, genau. Ah, guck mal, da ist schon wieder... Der ist so schnell inzwischen immer wieder hier oben. Hallo. Wenn man was sehen würde.
So. Ja, die Brauerei braucht Hopfen. Das wird jetzt ein Problem werden. Wir müssen gucken, eigentlich müsste ja unser Kollege mit dem Kompost unten bei der Rinderzucht schon angekommen sein. So, wir lassen den erst jetzt mal hier stehen. Rinderzucht, genau. Da waren wir. Einmal hier die Düngeproduktion auffüllen. So, Hopfen. Haben wir noch Hopfen im Lager? Ich glaub's ja nicht. Hopfen, 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 Hopfen. Nicht so weit hinten wohl. Hier ist Tabak, Dinkel, Mohn, Roggen, Hopfen, Null. Ja, gut. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Kompost hier drin. Das heißt, wir machen den Komposter einmal komplett leer. Werden den zweiten oben eventuell auch nochmal gucken, was wir da rausbekommen. Und je nachdem, entweder lagern wir es dann ein erstmal oder wir verkaufen. Damit es mal noch ein bisschen Geld gibt. So. Wieso kommt hier der Abfahrer nicht mehr? Also gut, ja, ich weiß auch. Ja, ich weiß warum. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir fahren mal zum Hof rüber. Ja, guck mal, der Düngerstreuer ist auch schon hier. Sehr schön. Und dann gucken wir nämlich, ob wir das irgendwie ins Lager gekippt bekommen. Oder wir schmeißen die 1000 Liter in den einen Ding rein. Wobei, ich glaube, das ist schon unser Abfahrer hier. Ja, egal. Egal. Oder wir tun das hier. Oh, ja, ja. Wir tun das hier in den Häcksler-Anhänger reinschmeißen. Dann kann man das kurzerhand ins Silo kippen. So, und weiter geht's. Wir müssen auf die Wiese. Wiese 21. Da müssen wir definitiv Heu machen. So, hier ist der Start. Ja, da müssen wir einmal ein bisschen hier rumfahren. So, Abfahrer ein. Ups, einstellen und dann brauchen wir den da. Und du bist dann auf der 21 und fährst zum Lager. Hof, Silo abladen. Jo, fahre zum Zielpunkt. Perfekt. So, genau, wir brauchten doch Leerpaletten. Das haben wir doch vorhin auch schon mal in Angriff nehmen wollen. Das heißt, das machen wir jetzt als nächstes.
gut, da fährt der runter. So, da sind wir ja fertig. Das heißt, der wird ausgemacht und der wird erstmal ausgemacht. Beziehungsweise die parken wir erstmal, die beiden. Ja, guck mal. Der ist soweit, damit wir den wieder zum Hof fahren lassen können. So. Oh, das hat auch geklappt. Der macht den Mais in den Boden. Hier wird gedüngt, hier wird gedroschen. So, dich entlassen wir und wir hatten gesagt, wir stellen den hier oben bei der Zuckerfabrik irgendwo ab. Erstmal das komplette Gerät, vielleicht später auch nur das rote Aggregat. Aber erst einmal ist der hier oben, glaube ich, gut aufgehoben. Und können wir einfach ja, hier reinstellen. So, zack. Fertig. Na, die Baumwolle wächst auch. So, ja, das Problem kennen wir inzwischen. Jetzt mal einmal hier nachhelfen. So. Achso, der braucht einmal Kalk als Nachschub. Ja, der ist noch nicht ganz durch. Aber Kalk ist ja etwas, was wir auf jeden Fall in rauen Mengen haben. Hier oben müsste auch noch gekalkt werden, das sehe ich gerade. Ja, das können wir aber auch noch machen. So, der ist angekommen hier. Sägewerk. Komm, das machen wir noch schnell. Selbst einmal. Die Leerpaletten, für wo waren die denn? Getreidefabrik, okay. Du machst hier wieder so langsam um die Ecke rum, das ist... So viel Zeit habe ich nicht. So, dann müssen wir sogar hinten noch mit beladen. Gut, Getreidefabrik, Getreidefabrik, Getreidefabrik war genau da oben, aber das ist mir zu weit zum Selbstfahren. Getreidefabrik Einfahrt. Und los geht's. Wir sehen uns dann nachher. So, was war eigentlich hier die 10? Da ist, glaube ich, auch noch nichts drauf. Ne, da müssen wir als nächstes ran. So, die 4 ist auf jeden Fall doppelt gedüngt. Das ist ganz wichtig. Das ist ja unser Baumwollfeld. So, du fährst zum Parken. Du auch. So, der will hier noch mal Kompost holen. Da machen wir mal hier vor. Die kurze Abkürzung. Ja, die kurze Abkürzung. Das passt doch. So. Einmal voll machen, bitte. Aber da gucken wir uns das Ganze morgen an. Wir sind nämlich für heute erst einmal durch, ihr Lieben. Also schaut wieder rein, 15 Uhr, ihr kennt das ja. Bis dann.